Hallo Heiko, es ist sehr schön, dass wir dich auf Island erreichen. Du bist an einem aktiven Vulkan unterwegs und sag mal, wo liegt der denn nun eigentlich genau? Und hat er auch wieder so einen unaussprechlichen Namen wie der ja schon mal hochgegangen ist, der Eyjafjallajökull? Hallo Kai, grüß dich. Herzliche Grüße vom Vulkan. Wir befinden uns hier auf der Halbinsel Reykjanes. Das ist gar nicht weit weg vom Flughafen Keflavik und auch von Reykjavik entfernt. Das heißt, man ist eigentlich in einer halben Stunde, nicht mal 20 Minuten Fahrt vom Flughafen hier. Ja, und unaussprechlich, das ist ein guter Punkt. Ich habe lange geübt. Frakjadalsfjetl heißt der. Und ich finde es ziemlich unaussprechlich. All die, die das Isländische mächtig sind, mögen mir verzeihen. War es schwierig, dorthin zu kommen? Nee, überhaupt nicht, wie ich gerade gesagt habe. Mietwagen nehmen am Flughafen von Keflavik und hierher fahren, dann ungefähr eine Stunde laufen über Stock und Stein, recht anstrengend zugegeben, aber es ist machbar. Ja, und dann steht man schon hier. Beschreibe doch mal bitte die Szenerie. Wie empfindest du das da? Naja, hinter mir glaube ich sehe es gerade als Reflexion, bricht der Kerl gerade aus. Wir befinden uns hier auf einer Anhöhe, da ist man relativ schnell hingekommen und blickt in ein Tal runter und da genau, ich hoffe, man versteht mich noch, ist der Vulkan. Ganz am Anfang gab es eine riesen Eruptionsspalte mit vielen Ausbrüchen. Dann wurde das definitiv immer weniger, hat sich reduziert auf einen Vulkan, der jetzt hinter mir ist und definitiv alle 5 bis 10 Minuten ausbricht. Ist das nicht gefährlich, so dicht wie du da dran bist? Nee, ich glaube nicht. Wir haben schon eine ziemliche Entfernung. Hier liegen zwar unbedingt überall Bruchstücke rum, irgendwelche kleinen Gesteinsbrocken, die der Kerl rübergespuckt hat, aber ich selber habe es noch nicht mitgekriegt. Nee, ganz ehrlich, ich fühle mich ziemlich sicher. Du hast über mehrere Jahre Vulkane auf der ganzen Welt besucht, fotografiert, gefilmt. Was macht für dich eigentlich die Faszination von Vulkanen aus? Das ist eine gute Frage. Ich mag diese Urgewalten. Man spürt diese Vulkane mit allen Sinnen. Man sieht die Farben, man hört den Sound, habt ihr sicherlich hinter mir auch gerade vernommen. Man sieht wirklich dieses Feuer, das da rauskommt. Man riecht Schwefel. Man ist also wirklich nahe dran in der Schöpfung dieser Erde. Und das fasziniert mich total. Wie lange denkst du, wird dieser Vulkanausbruch auf Island noch anhalten? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Die Wissenschaftler wissen das auch nicht so genau. Die einen gehen davon aus, dass der in 2, 3 Wochen komplett aus ist. Andere sagen, nein, das wird Jahre dauern, was die Isländer natürlich hoffen, denn sie haben jetzt natürlich eine große Touristenattraktion mehr. Sprich doch bitte noch mal den Namen dieses Vulkans für uns aus. Oh Gott, danke schön. Du quälst mich echt, Kai, gell? Also gut, Frakjadalsfjetl. Wann und wo kann man deine Vulkanbilder und deine Vulkangeschichten im deutschsprachigen Raum erleben? Die ganze Geschichte wird irgendwann an der großen Leinwand zu sehen sein. Ich denke mal in der Zeit nach Corona natürlich. Ich arbeite seit 15 Jahren an einer großen Show über Vulkane der Erde. Da geht es in ganz, ganz viele verschiedene Gegenden rein. Und definitiv ist das so ziemlich der Höhepunkt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist super spektakulär. Wir sind echt nahe dran. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich Ende des Jahres 2021 eine große Show über verschiedene Vulkane habe. Da geht es nach Afrika, da geht es in die Südsee, da geht es nach Neuseeland, da geht es nach Asien. Alle großen Vulkane, die mich zumindest persönlich beeindruckt haben, habe ich in der letzten Zeit besucht. Lieber Heiko, vielen Dank für deinen spannenden Bericht aus Island, von der Insel Island. Wir wünschen dir alles Gute und kommen gesund wieder nach Hause. Gerne doch. Schöne Grüße nach Deutschland und bis bald. Tschüss.